Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und willkommen zum heutigen Vortrag mit dem wir die Ära des edlen Kalifen und Gefährten Uthman رضي الله عنه وأرضاه abschließen. Es geht um die Ermordung Uthmans رضي الله عنه وأرضاه. Wir waren stehen geblieben beim Aufstand der Khawarij, also jener Gruppe von Menschen, die mit Uthmans Führung des Staates nicht zufrieden waren und deswegen sich zusammengetan haben aus verschiedenen Gebieten. Wir haben ja gesagt, aus Ägypten oder aus dem Irak und so kamen sie zusammen, angestiftet von Abdullah bin Saba, ja, dem Heuchler, der eben gesagt hat, wir müssen das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Und er war ja kein Muslim. Ja. Er hat zwar gesagt, er sei ein Muslim, aber es war bekannt, dass er ein Heuchler ist. Und wie ich schon gesagt habe, Gerüchte werden immer abgekauft. Gerüchte, egal wie du denkst, dass sie unlogisch sind, unrechtmäßig sind, du wirst immer Menschen finden, die mitmachen, bei egal was. Ja. Und bei so einer Sache haben auch die Menschen mitgemacht, obwohl es hier um Uthman geht, radiallahu anh. Das muss man sich wirklich vor Augen halten, um was zu erkennen, dass Standhaftigkeit nur von Allah kommt. Für unser einer ist klar, Uthman, es geht hier um Uthman, radiallahu anh. Es geht um einen der besten Sahabe überhaupt, den drittbesten Sahabi. Und jeder würde sich die Frage stellen, wie kann ein Muslim so einen Sahabi hassen? Wie kann man ihn töten? Und diese Khawarij lebten in einer Zeit, in der die Sahabe vorhanden waren. Also sie haben Wissen gehört, oder nicht? Sie haben den Koran gehört, sie haben die Sunna gehört. Aber Wissen alleine reicht nicht. Ohne Rechtleitung von Allah reicht Wissen nicht aus. Noch einmal, derjenige, der am meisten weiß über diese Dunya und über die Propheten und so weiter, zu denen, die am meisten wissen, gehört Iblis. Der weiß, es gibt das Paradies, er lebte im Paradies, er weiß, es gibt die Hölle und so weiter. Und trotzdem hat sein Wissen ihm nichts gebracht. Und deswegen bitten wir Allah um Rechtleitung und um Standhaftigkeit und um Festigung. Diese Fitnen, diese Versuchungen sind verheerend. Also kam es zu diesem Aufstand der Khawarij. Ibn Kathir, rahimahullah, sagt, da waren wir stehen geblieben, dass sie diese Briefe gefälscht haben. Ja, sie haben gesagt, Uthman radiallahu anh hätte an seinen Gouverneur, wenn man das so, also Wali auf Arabisch, wenn man das so nennen kann auf Deutsch, in Ägypten geschrieben, er möge doch diese Aufständigen töten. Wobei dieser Wali, Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh, der war gar nicht in Ägypten. Ja, der war woanders. Also wie, und Uthman wusste, dass er nicht in Ägypten war. Aber das war ja alles erlogen, ja, damit sie einen Grund haben, zurückzukehren nach Medina. Denn der erste Gang nach Medina, da war ja fruchtlos. Ja. Das heißt, Uthman radiallahu anh hat den Leuten erklärt, guckt mal, eure Behauptungen, er hätte viel mehr genommen und so weiter, wie kann er nur den Koran vereinheitlichen, das Exemplar und so weiter. Das sind alles Dinge, also da sind sie leeren Händes wieder nach Hause gegangen. Und das durfte ja nicht sein. Von der Sichtweise aus der Aufständigen. Also kamen sie ja zurück, da sind wir stehen geblieben und Ibn Kathir sagte, und also wurde deutlich, dass diese Khawarij, möge Allah sie erniedrigen, sagt Ibn Kathir, rahimahullah, diese Schriften gefälscht haben. Kommen wir nun zu diesem Zeitpunkt,
Also wir reden hier über die letzten 20 Tage im Leben von Uthman radiallahu anh. Die letzten Tage. Die Aufständigen sind nach Medina gekommen und zwar bewaffnet. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist die Zeit immer noch die Zeit der Hajj. Ja. Das bedeutet was? Das bedeutet, Medina ist jetzt nicht so gefüllt, viele sind raus zur Hand. Andere Sahaba und wichtige Krieger sind gar nicht in Medina, ob sie im Irak noch sind oder woanders sind eben. Ja, das haben wir ja geredet über die Kriegszüge der Muslime. Also Al-Medina, die Leute dort, die waren jetzt nicht bewaffnet, um Kriege zu führen. Das war die Hauptstadt. Und das, also, wer wird dieses Reich angreifen? Ja, dieses islamische Reich, und zwar genau in der Hauptstadt. Keiner. Das heißt, Al-Medina war nicht vorbereitet für so einen Angriff. Und die kamen ja mit ihren Waffen, um die 700 Leute. Das waren ja nicht 2, 3 oder 10 Leute, die sagen, Uthman, gehst du bitte mal weg hier. Es waren um die 700 Leute. Das ist wichtig, dass wir verstehen, warum hat sich Uthman so verhalten, wie er sich verhalten hat, radiallahu anhu arda. Diese Khawarij kamen nun und umzingelten die Moschee bzw. die Wohnung von Uthman radiallahu anhu und haben gesagt, Uthman, hör mal zu, wir sind da, du musst zurücktreten, von deinem Amt zurücktreten. Und sie haben dann gesagt, du darfst nicht mehr raus aus deiner Wohnung. Darf ich mal beten? Nein, darfst du nicht. Ich will in die Moschee rennen. Darfst du nicht. Bete zu Hause. Guck mal, wie tief gesunken diese Menschen sind. Und eins ist wichtig, das müssen wir immer wiederholen, keiner der Sahabe hat Blut an seinen Händen. Blut von Uthman radiallahu anhu. Ja, es gab einige vielleicht, die sich gewünscht hätten, Uthman radiallahu anhu, dass er zurücktritt, ja, damit es nicht schlimmer wird. Aber keiner der Sahaba war dabei oder war mit verantwortlich für die Ermordung Uthmans radiallahu anhu wa arda. Sondern das waren alles Nicht-Sahaba. Ja, also diese Meute, ja, diese Leute da, das waren alles nicht Sahaba. Nun, die Sahaba, die waren ja da, einige. Ja, Ali radiallahu anhu war da, Abu Huraira radiallahu anhu war da. Es gab ja noch einige Sahaba in Medina. Sahaba waren ja nicht alle weg. Und sie wollten Uthman radiallahu anhu natürlich verteidigen. Es war jetzt nicht so, dass die Sahaba nicht da waren. Aber warum haben sie dann nichts getan? Das werden wir jetzt inshallah ta'ala sehen. Und zwar sagt Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a, ich war mit Uthman radiallahu anh in seiner Wohnung. Also an dem Tag, an dem er getötet wurde. Da sagte Uthman, ich bitte jeden, oder ich verlange von jedem, der anerkennt, dass er mir gehorchen muss. Also jeder von euch, der anerkennt, dass ich der Kalif bin, der Anführer bin, von denen, die jetzt da sind, von den Sahaba, verlange ich, dass sie nicht kämpfen. Keiner soll kämpfen von den Sahaba, egal was passiert. Und wenn die stürmen, diese Leute, ihr kämpft nicht. Das war also ein Befehl, ja, des obersten Befehlshabers der Armee. Kein Soldat soll kämpfen. Muhammad ibn Sirin sagte, also ein Tabi'i, sagte, Al-Hasan wal-Husayn, die Söhne von Ali, radiallahu anhum, und Ibn Amr,
وابن الزبير kamen zu Uthman radiallahu an mit ihren Schwertern. Also sie sahen, was da los ist. Ja? Bis sie in die Wohnung von Uthman reingekommen sind, da sagte Uthman, ich verlange von euch, zurückzukehren. Geht zurück. Um was geht es hier? Es geht darum, der Kalif wird jetzt umgebracht. Und der Uthman radiallahu an sagt, geht zurück. Und dass ihr eure Waffen niederlegt. Und dass ihr zu Hause bleibt. Subhanallah. Und dass ihr zu Hause bleibt. Abu Huraira radiallahu an sagte zu Uthman, guck mal, Abu Huraira sagt, heute macht es mich glücklich, mit dir zu kämpfen. Warum? Warum sagt Abu Huraira das? Warum wäre er denn glücklich? Ja? Ja, dass sie ihn verteidigen sollen, weil sie wussten, Uthman ist auf der richtigen Seite. Woher wollten sie denn das wissen? Ja? Dass Uthman auf der richtigen Seite ist? Ja. Ja, und was noch? Hatten wir letztens erwähnt. Ja? Genau. Genau, ja, bitte? Genau, und dass diejenigen, die auf seiner Seite sind, eben die Guten sind. Deswegen sagte er, heute macht es mich glücklich, mit dir zu kämpfen. Also, wir wissen, du hast recht. Da sagte Uthman radiallahu an, ich verlange von dir, dass du zurückkehrst zu deiner Wohnung. Geh nach Hause, sagte er ihm. Ebenso sagte Abdullah ibn Zubayr, das sind also großartige Sahaba, die wir hier nennen, ja? Gewaltige Sahaba. Er sagte, ich sagte zu Uthman am Tag des Hauses. Was ist der Tag des Hauses? Also der Tag, an dem Uthman zu Hause getötet wurde. Dieser Tag wurde genannt Tag des Hauses. Yawmuddar. Abdullah ibn Zubayr sagte, komm und bekämpfe sie, diese Khawarij. Denn mit dir sind Leute, denen Allah bereits Sieg verliehen hat. Also noch einmal, sie waren nicht so viele. Ja? Und das waren 700 Krieger. Und trotzdem sagt Abdullah ibn Zubayr, guck mal, diese Leute, Ali radiallahu anhu und Abdullah ibn Zubayr und Al-Hassan und Al-Hussein, gewaltige Sahaba, denen Allah Azza wa Jal Sieg verliehen hat, schon sehr oft. Die haben gegen die Römer gekämpft, die haben gegen die Perser gekämpft. Das sind gewaltige Menschen, denen Allah Azza wa Jal Beistand gezeigt hat. Also komm und kämpfe. Und er sagte, Abdullah ibn Zubayr, und bei Allah, es ist erlaubt, sie zu bekämpfen. Also da gibt's, es ist nicht so eine Sache, wo unklar ist, wer hat Recht, wer hat nicht Recht. Nein, nein, es ist eine klare Sache. Aber Uthman radiallahu an hat dem nicht zugestimmt. Er hat gesagt, nein, heute wird nicht gekämpft. Ibn Sirin sagte, Zayd ibn Thabit, radiallahu an, kam zu Uthman radiallahu an und sagte, O Führer der Gläubigen, die Ansar stehen vor der Tür. Das Bataillon der Ansar ist da. Sie stehen vor der Tür. Die warten nur auf deinen Befehl. Wenn du möchtest, dass wir zum zweiten Mal Ansar werden, wann war denn das erste Mal? Bei der Auswanderung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sie haben ja den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aufgenommen, die Medinenser. Und er sagt, und so ein Problem gab es noch nie, ja, nach der Entsendung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also, wir werden uns noch einmal einsetzen. Wenn du möchtest, dass wir zum zweiten Mal Ansar, also die Unterstützer werden,
dann befehle uns, sie zu bekämpfen. Da sagte aber Uthman, nein, das möchte ich nicht. Also hört damit auf. Jabir ibn Abdullah radiyallahu an berichtete, dass Ali ibn Abi Talib radiyallahu an gekommen ist und er hat die Imamah des Propheten angezogen und das Schwert des Propheten genommen. Also damit die Khawarij meinen, ihr wissen, hört mal zu, es reicht jetzt. Ihr liegt falsch und wir werden jetzt in den Krieg ziehen. Also zog er den Turban des Propheten an, alayhi salatu wassalam, und hat mit ihm um die 500 Leute gebracht. Und er sagte zu Uthman radiallahu an, O Führer der Gläubigen, erlaube mir, dich zu beschützen. Denn du hast nichts verbrochen, was erlaubt, dein Blut zu vergießen. Da sagte Uthman, vielen Dank, also möge Allah dich reich belohnen, aber ich möchte nicht, dass Blut vergossen wird wegen mir. Subhanallah. Wegen mir soll kein Blut vergossen werden. Ich sterbe, okay, dann bin ich tot. Aber dass ich weiterlebe und Dutzende oder Hunderte der Sahaba sterben, also ihr seht, das sind 500 Leute. Und noch einmal, nicht vorbereitet für einen Krieg. Also um sich für einen Krieg vorzubereiten, selbst heutzutage brauchst du ja Logistik und so weiter. Also früher war das auch so, bis die Schwerter da sind und die Speere da sind und haben wir genug Tiere, Pferde und was weiß ich und brauchen wir ja. Das ist eine logistische Arbeit. Kannst nicht auf Knopfdruck, hallo, das gab ja keine Armee, die immer in Bereitschaft war. Das waren ja ganz normale Zivilisten. Aber die anderen waren bereit, die haben sich schon aufgeteilt in ja, Gruppen und so weiter. Das war eine Armee. Und Ali radiallahu an war trotzdem bereit, mit diesen Männern diese Leute zu bekämpfen. Aber Uthman radiallahu an hat gesagt, nein. Also das wird ja ein Gemetzel hier. Das wird ja, da werden ja edle Sahaba sterben. Wegen einer Person. Ja, aber es ist doch nicht irgendeine Person. Es ist Staatsoberhaupt. Es geht nicht nur um eine Person. Es geht um die Stabilität eines Staates. Also waren so viele Sahaba bei Uthman radiallahu anh, versuchten immer wieder mit Uthman zu reden, lass uns kämpfen. Und Uthman war so beharrt auf seiner Meinung, nein, keiner darf kämpfen. Man muss nun wissen, liebe Geschwister, diese Khawarij, als sie kamen, zum Beispiel, also es gab mehrere Sachen, ja, also in diesen 20 Tagen. Zum Beispiel Uthman, als er noch in der Moschee sein durfte, ja, bevor sie ihm gesagt haben, so, du hast jetzt Hausarrest, hat er gepredigt und da kommt doch tatsächlich einer und sagt und beleidigt Uthman, ja, als Hyäne, ja, du Hyäne, du. Mitten in der Khutbah und Uthman radiallahu an predigt. Also die hatten überhaupt keinen Respekt mehr. Ja. Und sie haben, einer von ihnen hat diesen Stock, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt während der Khutbah. Ja, in melikitischen Ländern sehen wir das immer noch, dass die Imame immer so einen Stock halten. Ja. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam tatsächlich auch einen Stock hielt während der Khutbah. Und diesen Stock bekam dann Abu Bakr radiallahu an und dann Umar radiallahu an und dann Uthman radiallahu an. Und da kommt doch tatsächlich einer, packt den Stock weg und bricht ihn. Subhanallah. Sag mal, wie verrückt muss man denn sein? Das ist der Stock des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber das ist Irreleitung. Das ist Irreleitung. Das ist, wenn man denkt, man macht was für Allah, weil die dachten, das, für wen machen die das? Die haben sich gedacht, hallo, wir setzen uns ein hier für Allah, subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah, das ist ja immer,
immer das Motto der Fanatiker, ja, fi sabilillah und wir für Allah jalla wa ala und so weiter und so fort, aber sie machen eben das Falsche und übertreiben es. Einmal einer von den ISIS-Leuten sagte doch tatsächlich, wenn der Prophet da wäre, unserer Zeit, wenn der Prophet da wäre, sallallahu alaihi wasallam, dann würde er uns folgen. Astaghfirullah al-Azim. Wer folgt denn bitte schön wem? Ja, wer folgt denn? Also seht ihr, wie geblendet, wenn er da wäre, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Musa da wäre, würde er mir folgen. Ah ja, weil Rasul sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs. Wer bist du, dass der Prophet dir folgt? Geblendet, blind, die sehen das nicht mehr. Die merken das nicht mehr. Also nicht, dass ihr denkt, das gab es nur früher, heute nicht. Ganz im Gegenteil. Al-Khawarij, die wird es geben bis Yawm al-Qiyam, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bis deren letzten Generation wann auftaucht? Mit dem Dajjal. Möge Allah uns bewahren. Sobald eine Generation vernichtet wird und nicht mehr da ist, kommt die nächste. Und deswegen leider, aber das ist eben das Schicksal und die Vorherbestimmung. Es wird immer diese Leute geben. Es wird immer diese Leute geben. Aber subhanallah, dieser Khariji, ja, von den Khawariji, einer dieser Verrückten, als er diesen Stock gebrochen hat, ist ein Teil eben in seine Hand gekommen und das führte dazu, dass am Ende seine Hand eben amputiert wurde. Jeder, das werde ich gleich noch erwähnen, die Aussagen der Gelehrten, jeder Einzelne, der dabei war, um Uthman radiallahu anhu zu töten, hatte ein elendes Ende bekommen. Die Quittung kommt sofort. Die Quittung wird sofort kommen. Und Yawm al-Qiyamah, ja Latif, Yawm al-Qiyamah, das ist wieder was, das ist ja noch viel schlimmer. Also begannen diese Aufständigen immer unverschämter zu werden, immer dreister zu werden, bis sie eben, wie gesagt, gesagt haben, Uthman, so, du gehst jetzt nicht mehr aus der Wohnung raus. Dann kamen immer wieder Leute und gesagt, hör mal zu, tritt zurück. Das war's jetzt, aus und vorbei. Nein, mache ich nicht. Wir sehen gleich noch einmal, warum. Ja? Und dann haben sie den Druck noch einmal gestärkt und haben Essen und Trinken verboten. Ali radiallahu anhu sagte, nicht mal die Perser haben das mit den Muslimen getan. Wenn sie jemanden in Gefangenschaft hatten, haben sie ihm Essen und Trinken zu geben. Kannst du nicht Uthman radiallahu an einsperren und dann verhungern und verdursten lassen? Uthman radiallahu an war 83 Jahre alt in der Zeit. Und alter Mann auch noch, radiallahu an. Das war jetzt nicht ein 20-Jähriger, 30-Jähriger, 40-Jähriger. 83! Und du gibst ihm kein Wasser? Die Wohnungen waren ja ein bisschen so nebeneinander. Und die Nachbarn konnten dann, als Uthman radiallahu anhu nicht mehr raus konnte, konnten mit ihm noch kommunizieren, ja, über Dächer und so weiter und so fort. Da sagte dann, schrieb eben Uthman radiallahu anhu an Ali radiallahu anhu, die haben mir Wasser verboten, könntest du mir Wasser bringen? Und Uthman sagte, und nimm bitte unsere Mütter, also die Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und bringen sie mit, weil er dachte sich, okay, die sind zwar unverschämt, aber jetzt, also gegen unsere Mütter werden die doch jetzt nichts tun, oder? Dieser Khawarij. Ali radiallahu anhu, als er das mitbekommen hat, ist er schnurstracks zu ihm, sofort. Er hat gar nicht erst gewartet und hat Wasser genommen, hat gesagt, Platz da, ja, und ist rein zu Uthman radiallahu anhu und hat ihm zu trinken gegeben. Eine der Mütter der Gläubigen, Ummu Habiba, wenn ich mich recht entsinne, kam auch, ja, auf einem Esel mit Wasser. Sie hat es mitbekommen, Uthman radiallahu an braucht Wasser. Da packt doch tatsächlich einer von diesen Khawarij diesen Esel und schlägt ihn
Und dann, ein Esel, dann wird er so zucken und so weiter und so fort, sodass sie fast umgefallen wäre. Guck mal, bist du krank? Das ist deine Mutter. Das ist deine Mutter. Das ist unsere Mutter, Mutter der Gläubigen. Wie kannst du das machen? Aber warum ist das wichtig, dass wir das lernen, liebe Geschwister? Damit wir wissen, wie geblendet Fanatiker werden. Da gibt es keinen. Und deswegen, wenn die heute über Gelehrte reden, das ist ja nichts. Das ist ja gar nichts im Gegensatz zu dem, was ihre Vorfahren, die ersten Khawarij, eben getan haben, mit den besten Menschen, auch mit Frauen, auch wenn es Ehefrauen des Propheten waren, alayhi salatu wassalam. Also kam es dazu, dass sie ihm verboten haben, zu essen und zu trinken. Warum war Uthman radiallahu an so gefestigt von seiner Ansicht? Er sagte, ich möchte nicht der Erste sein, der nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Blut vergossen hat. Was heißt das? Es gab noch nie Krieg zwischen Muslimen. Das gab es noch nicht. Also wenn es Krieg gab, das waren die Römer, die Perser, die Kuffar von Quraysh, ja. Aber untereinander, die Muslime untereinander haben sich nie bekämpft. Und Uthman radiallahu anh sagte, ich werde nicht der Erste sein. Nein. Also das kann, er weiß, dass diese Fitnen kommen. Viele haben ja diese Hadith gekannt. Aber er will nicht der Erste sein. Was heißt, das heißt, es sind Muslime. Er hat sie ja nicht zu Kuffar erklärt. Ja? Und die Khawarij, sind es Muslime oder nicht? Die meisten Gelehrten sagen, ja, sie sind Muslime. Einige haben gesagt, nein, sie sind keine Muslime mehr. Aber die meisten, also von Ahlus Sunnah und Jama'ah sagen, die Khawarij, die sind zwar schlimm, aber trotzdem, wir behandeln sie ja nicht so, wie sie uns behandeln. Die machen ja diesen Takfir, den unrechtmäßigen, aber wir machen keinen unrechtmäßigen Takfir. Wenn er also ein Muslim ist, ist er Muslim. So. Das heißt, es sind Muslime. Also sagte Uthman, ich werde bestimmt nicht damit anfangen, Muslime zu bekämpfen. Ich will nicht der Erste sein. Ebenso sagte Uthman radiallahu anhu zu den Gründen, oder bevor wir dazu kommen, und zwar Muawiyah radiallahu anhu und auch andere sagten zu Uthman, guck mal, wie wär's, wir machen dir eine Tür auf von einer Wand, von einer Mauer, ja, also die Khawarij, die sind ja vor der Tür, vor der Eingangstür. Wir machen dir eine Wand, eine Tür auf und du flüchtest. Entweder nach Mekka oder nach Asch-Sham, da wo Muawiyah, radiallahu anh, der Vorsteher oder Gouverneur war. Was sagte Uthman radiallahu anh dazu? Mekka, ich möchte nicht, dass in Mekka gekämpft wird, weil die werden ja hinterher rennen. Ja? Ich möchte nicht, dass in Mekka gekämpft wird. Und zweitens, ich möchte nicht diese Stadt verlassen. Ich möchte neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sterben. Radiallahu anh. Aber Sekunde mal. Muss man nicht auch die Ursachen berücksichtigen, wenn man etwas tut? Aber du kannst ja gerettet werden. Also man muss doch sein Leben retten, oder nicht? Ja, aber er wusste, dass er sterben wird. Wie er wusste, dass er sterben wird? Ja, wir haben doch die Ahadith mitbekommen und wir werden gleich sehen, inshallah ta'ala, noch andere Ahadith. Er wusste, er wird eine Fitna, einen Konflikt erleben, das sagte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, sei also geduldig und standhaft. Und er sagte ihm, alaihi salatu wasallam, zieh das Kleid nicht aus, das Allah dir gegeben hat. Welches Kleid? Also das Kleid der? Das Amt, barakallahu fik. Das heißt, er wusste Bescheid, was los ist. Er wusste natürlich nicht seinen Todeszeitpunkt auf die Minute, ja, aber er wusste, das ist der Konflikt. Also warum soll ich abhauen? Und das würde auch von der Sache gar nichts ändern. Also jetzt mal die andere Frage. Was ist denn überhaupt die Weisheit
dass Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat, dieses Kleid, das Allah dir gegeben hat, sollst du nicht ausziehen. Und das heißt nicht, dass es eine Theokratie ist. Also das Kleid, das er von Allah bekommen hat, heißt nicht, dass er ein von Gott ernannter Kalif ist, sondern er wurde ja gewählt. Das haben wir ja doch durchgenommen, oder nicht? Also noch deutlicher, eine Wahl, ja, kann man es ja auch nicht mehr machen. Jeder einzelne in Medina, Männer wie Frauen wurden gefragt. Was meint also Rasul sallallahu alaihi wasallam? Es ist ein Kleid, das Allah dir gegeben hat, also bestimmt hat, vorgeschrieben hat, dass es so eintreten wird, dass du eben Kalif wirst. Wenn du also dann irgendwann Kalif wirst, dann zieh es nicht aus. Warum nicht? Ja, das geht. Wie soll ein Staat Stabilität bewahren, wenn immer 700 Leute das Staatsoberhaupt stürzen können? In welchem Staatssystem wird sowas erlaubt? Das ist ja Anarchie, ist das. Also von daher ist es geboten, du bist Staatsoberhaupt, dann musst du bleiben. Warum? Weil ansonsten wird das ein Brauch. 10, 20, 30, 40, 100 Leute, der gefällt uns nicht. Weißt du was, jetzt gehen wir hin und sagen, geh nach Hause. So geht das nicht. Und deswegen durfte Uthman radiallahu an nicht zurücktreten. Er durfte es nicht. Und das wusste er radiallahu an. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer vor drei Dingen bewahrt wird, der ist gerettet. Und das wiederholte er dreimal. Wer vor drei Dingen bewahrt wird, der ist gerettet. Da sagten sie, was ist das, o Gesandter Allahs? Dann sagte er, mein Tod, das Erscheinen des Dajjal und die Ermordung eines Kalifen, der auf der Wahrheit standhaftig ist. Also sein Tod, es gab ja Leute, die sind vom Islam abgefallen nach dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das hatten wir auch besprochen, dann gab es ja diese Kriege gegen die Abtrünnigen in der Zeit von Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Das war schon mal die erste Sache. Ad-Dajjal, möge Allah uns vor dem Dajjal bewahren, das kommt noch. Und das dritte eben, die Ermordung eines Kalifen. Eben gemeint ist Uthman radiallahu anhu wa arda. Warum Uthman? Was mit Umar? Ja, Umar hatte keinen Konflikt, also er musste nicht standhaft etwas ertragen. Er wurde ermordet, während er gebetet hat. Diese Sache war, es gab keine Konflikte. Aber hier wird dieser Kalif wie beschrieben, der ermordet wird, der auf der Wahrheit standhaft bleibt. Also es gibt einen Konflikt und er lässt aber nicht los von der Wahrheit. Ja. Und wer war das? Das war Uthman, radiallahu anhu wa arda. Ibn Umar, radiallahu anhu, kam auch zu, also Abdullah ibn Umar, sagte zu Uthman, als er in der Wohnung war, er sagte, o Führer der Gläubigen, ja Amir al-Mu'minin, guck mal wie, bitte? Taktvoll, jazakallahu khairan. Ja, wie anständig die Sahaba mit ihm reden. Ja, Amir al-Mu'minin. Nicht, Uthman, hey. Und erst recht nicht an Beleidigungen. Guck mal, was Ibn Umar sagt. Er sagt, o Führer der Gläubigen, wenn du es ausziehst, also wenn du zurücktrittst, bleibst du ewig in der Dunya? Da sagte Uthman radiallahu anhu, nein. Dann sagte er, und wenn du es nicht ausziehst, das Kleid welches? Des Amtes eben. Werden sie mehr tun, als dich zu töten? Gibt es noch irgendwas? Dann sagte er, nein. Da sagte er, besitzen diese Khawarij Schlüssel für Paradies und Hölle? Dann sagte er, nein. Dann sagte er, dann solltest du dieses Kleid nicht ausziehen, welches Allah Azza wa Jal für dich dir gegeben hat,
denn sonst wäre es ein Beginn, der Beginn eines Brauches, ja, dass eben jeder Staatsoberhaupt oder jedes Staatsoberhaupt eben so behandelt wird. Also Ibn Umar radiallahu anh hat ihn noch einmal bestätigt und gesagt, hör mal zu, das was du tust, das ist das Richtige. Du darfst nicht zurücktreten. Nur die Frage war jetzt, warum sollen die Sahaba ihn nicht verteidigen? Weil eben er wusste, er wird sterben. Und weil er wusste, dieser Konflikt, der muss sein. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat es ja prophezeit. Warum sollen also Sahaba sterben, wenn ich sowieso getötet werde und wenn der Konflikt sowieso eintreten wird? Warum soll ich töten oder warum soll ich getötet werden? Warum soll ich mich verteidigen und dann das Leben der Sahaba riskieren oder flüchten und der Konflikt bleibt weiter? Also die Flucht ist auch keine Lösung. Da sagte, oder ein weiterer Hadith, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja eines Tages, diesen Hadith habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, einige der Sahaba gerufen hat, oder zu Aisha gesagt hat, rufe bitte einen Gefährten. Da sagte sie, wer denn? Abu Bakr? Da sagte nein. Umar? Da sagte nein. Dein Cousin Ali? Da sagte nein. Dann sagte sie, Uthman, da sagte sie ja. Also kam Uthman radiallahu an und ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er redete mit ihm und da ist sein Gesicht angelaufen. Ja? Also hat sich geändert, ja? Die Farbe seines Gesichtes. Was hat er jetzt gesagt? Das wurde nicht zu diesem Zeitpunkt erwähnt, sondern wann hat Uthman gesagt, was passiert ist? An dem Tag des Hauses. Also was? An dem Tag, an dem er ermordet wurde. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte mir damals, ich soll dann geduldig sein und standhaft bleiben. Also ich sollte es ihm versprechen, dass ich standhaft bleibe und geduldig bleibe, wenn dieser Konflikt eben entsteht. Nun, als dieser Tag kam, also am Abend davor, Uthman radiallahu anh hat gebetet nachts und dann ist er schlafen gegangen. Und dann sah er den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr und Umar radiallahu an im Traum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, sie haben dir das Wasser verboten, ja, sie haben dir nichts zu trinken gegeben, komme heute zu uns und trink bei uns. Bedeutet was? Er wird sterben. Und deswegen, Uthman radiallahu anh wusste an diesem Tag, er wird sterben. Noch ein Aspekt, bevor das passierte, und zwar als sie das Wasser verboten haben, ging er raus, das ist so wie so eine Art Balkon oder sowas ähnliches. Uthman radiallahu anh, aus der Wohnung konnte er nicht. So wie ein Balkon oder sowas ähnliches. Und da redete er und sagte den Leuten, wisst ihr denn, oder er sagte, wer hat denn den Brunnen gekauft, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist nach Medina? Wer hat in Medina den Brunnen gekauft, damit die Leute trinken? Rasul sallallahu alaihi wasallam fragte, wer könnte bitte schön einen Brunnen kaufen, damit die Leute trinken, kostenlos? Da sagten sie, du hast es gekauft. Und er sagte, und jetzt werde ich daran gehindert zu trinken von diesem Wasser. Also er erklärte ihnen nur, dass eben dies, dass man Wasser ihm vorenthält und nicht erlaubt, dass das ein Unding ist. Auf jeden Fall, Uthman radiallahu anh, als er diesen Traum gesehen hat, wusste er, er wird sterben. Was hat er getan? Die Wohnung von Uthman, die hatte mehrere Zimmer, nicht nur ein Zimmer, mehrere Teile, mehrere Zimmer. Er sagte,
seinen Dienern, die dort waren, erst einmal die Sklaven, ihr seid alle frei. Alle befreit. Er hat schon vorher viele Sklaven befreit, aber an dem Tag hat er den Rest befreit. Und alle, er hat gesagt, jeder, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, möge dieses Zimmer verlassen. Alle raus hier. Es sind nur wenige geblieben, unter anderem seine Frau, Naila, radiallahu anha. Und er hat angefangen, Koran zu lesen, und er sagte ihnen, ich faste heute. Euer Iftar ist wo? Beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ich faste heute. Und hat angefangen, Al-Quran zu lesen. Ja, sein Mushaf, ich hatte ja erwähnt, ein Exemplar hatte er selbst gehabt. Ja, dann kam der erste tatsächlich von den Khawarij. Diese Khawarij, die hatten keine Geduld mehr. 20 Tage und der Mann will nicht zurücktreten. Was soll denn das? Wir haben ihm Essen verboten, Trinken verboten. Der Mann bleibt immer noch. Also kam der erste rein, gestürmt in diese Wohnung und hat ihn gepackt, muss man sich mal vorstellen, ja, einen 83-jährigen Mann, der beste Mensch in dieser Zeit auf Erden. Die anderen sind ja gestorben, die besser waren. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam, Abu Bakr und Umar. Er wird gerade den besten Menschen auf der Erde. Aber nochmal, die sind ja, ihr Gehirn ist blind. Also sie können nicht mehr denken. Nicht, dass sie unzurechnungsfähig wären, sondern dass sie die Wahrheit eben nicht erkannt haben. Auf jeden Fall, er erwürgt ihn und holt sein Schwert und will ihn dann mit dem Schwert treffen, und da kommt aber seine Frau, die Frau von Uthman radiallahu anhu, Naila, und will mit ihrer Hand, mit ihrem Arm ihren Ehemann retten, und zack, schneidet er ihr den Arm ab. Dann kommt der Nächste rein und er sticht Uthman radiallahu anhu, beziehungsweise bevor er ihn erstochen hat, kommt der Nächste rein, will ihn angreifen. Uthman radiallahu anhu macht seinen Arm erstmal so, und er schneidet entweder den Arm oder ein paar Finger von Uthman radiallahu anhu ab. Und da sagt Uthman, diese Hand war jene Hand, die den Koran geschrieben hat. Uthman radiallahu anhu gehörte auch zu den Schreibern des Korans. Das heißt, wenn der Rasul sallallahu alaihi wasallam einige Ayat mitbekommen hat, hat er zu Uthman gesagt, komm und schreibe es auf. Auf jeden Fall. Und dann kam er und erstach Uthman radiallahu anhu 9-mal. Und er sagte 3-mal für Allah und 6-mal, weil ich dich so hasse. A'udhu billah. A'udhu billah. A'udhu billah. Wie elend muss man sein, den besten Menschen auf Erden zu seiner Zeit so hinzurichten, getötet. Auf jeden Fall, innerhalb der Wohnung gab es noch zwei von denen, die eben Sklaven waren, beziehungsweise Diener waren, aber er hat sie ja befreit, aber sie sind mit ihm geblieben, und da kam es zu Rangeleien, und einer von denen, also der Erste, der töten wollte, der wurde auch umgebracht von einem dieser beiden. Dann wurde der eben getötet, ja, der Uthman verteidigen wollte. Und dann wurde eben noch einer, also auf jeden Fall gab es mehrere Tote in dieser Zeit. Und das Blut von Uthman ist heruntergefallen, der Mushaf war offen. Mushaf war vor ihm offen, ja. Er saß und er war am Koran lesen. Und das Blut ist, die Tropfen des Blutes sind auf der Erde gefallen, und wir werden dich gegen sie zum Sieg verhelfen. Aber er ist doch tot. Ja,
Er ist ein Shahid. Und alle anderen, diese Khawarij, hatten ein elendes Ende. Ja. Schauen wir uns mal einige Zitate der Gelehrten hier bezüglich an. Also die Aya, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Also Allah Azza wa Jal wird deine Angelegenheit übernehmen. Er wird es erledigen. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, sagte, hört euch das mal an. Ich war an der Kaaba und habe die Kaaba umrundet. Da gab es einen Mann, der sagte, O Allah, vergib mir und ich glaube nicht, dass du mir vergeben wirst. Da sagte er, da habe ich mich gewundert, was sagt denn der? Da sagte er, Ibn Sirin, sagte, was ist denn das, was ich hier gehört habe? Warum sagst du das? Da sagte er, ich habe Allah versprochen, wenn ich bei Uthman bin, werde ich ihm eine Ohrfeige geben. Und als er dann getötet wurde, bin ich rein, dieser Mensch, dieses Wesen, ist dann rein, Uthman ist tot und er schlägt ihn. Subhanallah. Subhanallah. Also die Leute kamen, um das Gebet zu verrichten, ja, und er, anstatt das Totengebet also zu verrichten oder irgendwie Dua für ihn zu machen oder sowas, ging er eben und hat ihm die Ohrfeige gegeben und seitdem ist meine Hand gelähmt. Subhanallah. Sofort bekam er diese Strafe, möge Allah uns bewahren. Ibn Umar sagte, ja genau, diese Geschichte habe ich ja erwähnt mit dem Stock, also dass einer den Stock gebrochen hat. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, sagte, ich kenne keinen, der beteiligt war am Blut von Uthman, der nicht umgebracht wurde. Alle wurden sie irgendwie getötet. Am Ende, irgendwie aus irgendwelchem Grund, allesamt von denen, die an diesem Tag dabei waren und eben mitgemacht haben, allesamt wurden sie später getötet. Ja, also nicht, dass Rache genommen wurde, sondern vielleicht von einem Dieb oder von Allahu alam ist er irgendwie getötet worden. Sodass also niemand von ihnen entkommen konnte. Ja, und das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden beschützt. Ich hatte ja auch in der Jumu'ah erwähnt, wie At-Tabari rahimahullah sagte, der Beistand Allahs kann zu Lebzeiten kommen und zu Lebzeiten kann es auch ein tatsächlicher Sieg sein, sodass man Oberhand gewinnt oder zu Lebzeiten, sodass man flüchten kann, ja, und unversehrt bleibt, wie Nuh alayhi salam, oder zu Lebzeiten oder nach dem Tode, ja? Nach dem Tode, wie zum Beispiel Yahya, ja? Der getötet wurde, alayhi salam, und dieses Volk wurde dann eben vernichtet nach dem Tode dieses Propheten. Und so ist es auch bei Uthman radiallahu an. Also Uthman radiallahu an wurde zwar getötet, aber er ist im Paradies mit dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und mit den edlen Sahaba. Und wo sind die Khawarij? Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Sie werden nur verdammt von den Menschen. Jeder, der über sie redet, sagt, möge Allah sie verdammen, möge Allah sie vernichten, ja, möge Allah uns bewahren vor solch einem Irrweg. Und damit ist eben Uthman radiallahu anhu gestorben. Kurz vorher noch eine Sache, und zwar, sie haben ja ihm verboten, in die Moschee zu gehen. Und eigentlich, der Kalif ist der Vorbeter, also der Imam früher, das war nicht nur ein religiöses Amt, das war auch ein politisches Amt, also das Staatsoberhaupt ist der Imam. So, jetzt haben die Khawarij gesagt, okay, also Uthman ist jetzt nicht da,
und gingen zu Ali radiallahu an und haben ihm gesagt, bete du vor. Er hat gesagt, nee. Wer seid ihr, dass ihr mir Befehle gebt? Uthman, der Kalif, ist immer noch da, radiallahu an. Und er hat mir nicht gesagt, ich soll vorbeten. Denn wenn er vorbeten würde, wäre es ja eine Bestätigung. Das wäre ja eine Bestätigung, okay, Uthman wurde des Amtes enthoben, das war's jetzt. Ja? Aber deswegen wollte kein Sahabi vorbeten, also haben sie einen von ihren Leuten als Vorbeter bestimmt. Ali radiallahu anhu hat gesagt, spät alleine, spät nicht mit euch. Ja? Weil er sie nicht bestätigen wollte. Damit ist also diese Ära 12 Jahre der Herrschaft Uthmans radiallahu anhu zu Ende mit diesem, ja, mit dieser Shahada für ihn, mit diesem Märtyrertod, aber natürlich auch mit diesem gewaltigen Schock für die Muslime damals, für die Sahaba. Ja, und inshallah ta'ala werden wir dann das nächste Mal weitersehen, wie dann Ali radiallahu an dieses Amt bekam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem Irrweg bewahren. Möge Allah uns davor bewahren, die Sahaba zu verunglimpfen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen mit der Liebe zu den Sahaba füllen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns versammeln mit den edlen Gefährten und dem edlen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in den höchsten Stufen des Paradieses. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.